Über Artikel 3 des Grundgesetzes wird derzeit viel diskutiert, genauer gesagt über den Begriff Rasse, der darin auftaucht. Die Grünen fordern angesichts der weltweiten Proteste gegen Rassismus die Formulierung zu streichen, denn es gebe keine Rassen. Rückendeckung kommt jetzt erneut auch von der FDP. Die Liberalen schlagen in einem eigenen Gesetzentwurf vor, stattdessen von ethnischer Herkunft zu sprechen. Rassen gibt es nicht. So sahen es tausende Menschen bei Demonstrationen am vergangenen Wochenende wie hier in Berlin. Und doch steht dieser Begriff im Grundgesetz. Niemand dürfe wegen seiner Rasse benachteiligt werden. Nach der Nazi-Diktatur sei es den Verfassern des Grundgesetzes doch um den Schutz vor Diskriminierung gegangen, so die Union. Es ist eben so, dass sie allein dadurch, dass sie das Wort Rasse aus dem Grundgesetz streichen oder ersetzen, das Problem des Rassismus nicht bekämpfen oder erledigen. Immer wieder gibt es in Deutschland Angriffe oder Anschläge aus rassistischen Motiven, etwa in Hanau im Februar. Nach Ansicht der SPD würde es helfen, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Meiner Meinung nach gibt es nur eine Menschenrasse und das sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch. Und deshalb sollte man das ersetzen mit anderen Begriffen, zum Beispiel Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, regionale, territoriale Zugehörigkeit. Die FDP hat einen ähnlich lautenden Gesetzesvorschlag vorgelegt, warnt aber auch vor überzogenen Erwartungen. Man sollte diesen Begriff im Grundgesetz ersetzen. Man sollte aber diese ganze Diskussion auch nicht überhöhen, weil wir nicht Gefahr laufen dürfen, dass am Ende nur noch über Symbole diskutiert wird und nicht über die tatsächliche Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung. Trotz Skepsis in der Union, Bundesinnenminister Seehofer will sich einer Diskussion nicht verschließen.